Hallo und herzlich willkommen zu Football Tactics. Und wenn ihr euch fragt, warum wir beide lachen am Oh, Anfang des Videos, Junge. das ist Versuch Nummer zwei, nachdem Björn Werner wieder ein Kauderwelsch geredet hat, Ach, wie es Gott, man sich nicht vorstellen kann. Aber wir gehen gleich in Medias Res, denn wir haben keine Zeit. Heute sprechen wir über was, Björn? die Defense, wir reden über die Position in der Defense. Wir das Personal aus einer 4-3 nach 3-4. Erstmal sehr basic wieder. Und dann erklären wir die Gaps, die Lücken, von denen wir immer reden. Und dann das Alignment. Wie weiß ein Defensive Liner und ein Linebacker, wie sie sich aufstellen sollen? In der 4-3, in der 3-4, in der 3-4, Over, Under. Wozu wir alles noch kommen werden in anderen Videos. Aber wir fangen erstmal wieder basic an mit unserem ersten Defensive Video. Dann So. mal uns doch mal eine Offensive Line auf oder eine komplette Offense in der Basic Formation, in der I Formation mit allen Receivern und allen Running Backs. Und dann Erklär wollen wir kurz für die das mal. Leute, während ich male, kannst du ja noch mal ganz kurz hier erklären, wer die immer sind, falls die Leute noch nicht das erste Video gesehen haben. Also das Viereck in der Mitte ist der Center, das ist der, der den Ball nach hinten gibt. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr erzählen. Dann die beiden Eier rechts sind Guard und Tackle und die beiden Eier links Guard und Tackle auf der anderen Seite. Der Y ist der Tight End. So, und jetzt wird Björn Werner hier gleich noch, das hat er jetzt so groß gemalt, dass man es, ach, guck mal Du musst einfach da. nur rauszoomen, genau. Ein X-Receiver und ein Z-Receiver. Das ist die sogenannte I-Formation und dagegen wollen wir jetzt mal aufstellen, wie eine Defense aussieht. Björn, fang noch mal an mit der Defensive Line. So, wir fangen an mit einer 4-3. So, 4-3 Defense. E steht für Defensive End. Die beiden sind hier außen. Wie diese Technik heißt, kommen wir nachher zu. Der N steht für Nose Tackle. Das ist der dickere Run-Stopper, Defensive Tackle. Dann hier in der. Oh, jetzt habe ich ein B gemalt. Für Björn, da steht Björn. Defensive Tackle, das ist einfach der, mehr der Pass-Rusher ist. Der ist. Weiß nicht, schon wieder das gleiche Wort sagt. Och Der Gott, ey. athletischere. Oh, was habe ich gesagt gerade im ersten Take? Jetzt kannst du ja nochmal sagen, ey. Athletischere. Irgendwas. Athletischere. Ja, auf jeden Fall so. Das ist erstmal. Die Defensive Line, E für Defensive End, N für Nose Tackle, Defensive Tackle. In der 3-4 ändert sich das alles nochmal. Jetzt haben wir. S steht für Strong Side Linebacker, Sam Linebacker. Was hast du noch für andere Wörter mal gehört, die vielleicht auf der Outside Oh, da gibt es Linebacker-Position? tausende. Sam, Sting, was auch immer. Aber der meist verbreitete ist der Sam Linebacker. Der steht auf der Strong Side. Das heißt, da, wo die Offense ihre stärkere Seite hat, ist da, wo der Tight End ist. Da haben sie einen Blocker mehr. Das heißt, das ist die Strong Side. Da steht dann auch der Strong Side Linebacker, auch Sam genannt. Genau. In der Mitte sehen wir das M, das steht für Middle Linebacker, Inside Linebacker, Mike Linebacker, was hast du noch gehört? Es gibt immer verschiedene Wörter. Obwohl Mac Linebacker. bei Mike ist es dann doch immer so, Mike Linebacker. Ne? Weil Ja, ich die habe auch schon Terminologie, Mac gehört. die Philosophien sind ja so unterschiedlich. Was der Patrick gelernt hat, ist vielleicht so anders, was ich gelernt habe in einer anderen Defense. Der eine Coach nennt ihn, man rein theoretisch kann auch der Defensive End hier unten im Playbook heißen, weiß ich nicht, Black Hammer. Weißer Schwein, ist halt, der kann es so nennen, wie er es möchte, weil es sein Playbook ist. Aber wir bleiben erstmal bei den Standardnamen. So, wir haben hier denn das W für Weak Side Linebacker. Der steht auf der schwachen Seite, weil du ja gerade erklärt hast, der Sam ist auf der stärkeren Seite. Der wird auch Will Linebacker genannt, Weak Side Linebacker. Ja, meistens ist es immer dann eigentlich ein Name, der anfängt mit dem gleichen Buchstaben. So, das erstmal aus der 4-3. Jetzt habe ich aber alles ein bisschen zu krass gemacht. Ich muss ein bisschen runterscrollen, damit du jetzt Platz hast für das Defensive Back Field. Ja, ich glaube, wir sollten noch dazu hinzufügen, wenn man sich die Linebacker anguckt. Der Sam Linebacker, dadurch, dass er auf der starken Seite steht, ist auf jeden Fall ein guter Laufverteidiger unter den Linebackern. Der Middle Linebacker ist auch ein guter Linebacker, ein Laufverteidiger und ist der Quarterback der Defense. Das ist der, der die Verbindung zum Koordinator hat an der Seitenlinie. Der kriegt die Calls rein und kommuniziert sie weiter. Und der Weak Side Linebacker ist der, der auch mal hier rausgeht, sozusagen, wenn der Z-Receiver hier drüben steht und auch mal in Space spielen kann. Das ist sozusagen der athletischere oder der athletischste Linebacker in einer Defense, ist der Will Linebacker. So,
So, und jetzt kommen wir mal zu den Wir könnten mal Passverteidigern. kurz einen Vergleich geben. Ein Sam Linebacker, Mark Necoccia bei den San Francisco 49ers ist ein Sam Linebacker. Middle Linebacker ist Luke Kuechly. Wer noch? Bobby Wagner. Wen haben wir noch, den man kennt? Middle Linebacker. Ray Lewis, die guten alten Brian Urlacher. Das sind so, ja, wie du gesagt hast, die Quarterbacks der Defense. Und Weak Side Linebacker ist auch der, der eigentlich meistens dann auf dem Feld bleibt, wenn es dritter Versuch und lang ist. Der Sam kommt meistens raus, dafür kommt dann der Nickelbacker in der extra Cornerback. Erklären wir alles, aber du bist erstmal dran, ne? Mal deine Position auf plus die Safeties. So, da haben wir natürlich die beiden Cornerbacks, die gegenüber von den beiden Receivern spielen. Dann haben wir den noch zwei Safeties. Einmal den Strong Safety. Der heißt Strong Safety, weil er auf der starken Seite spielt, genau wie der Sam Linebacker. Und dann haben wir noch den Free Safety. Der spielt sozusagen auf der Weak Side oder manchmal auch in der Mitte des Feldes. Den Strong Safety bringt man manchmal nach vorne hier in die Box, damit er das Laufspiel stoppen kann. Der Free Safety geht dann zur Mitte des Feldes. Der Free Safety ist der beste Tackler unter den Passverteidigern. Viele denken, der Strong Safety ist es. Nein, 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 nein. Der beste, sicherste Tackler ist der Free Safety. Der Strong Safety ist der physischste, größte, schwerste Passverteidiger. Deshalb kommt er zum Lauf nach vorne, spielt auf der Strong Side. Und dann hast du hier die beiden Cornerbacks, die Mannverteidiger, die spielen natürlich auch Zone. Das sind natürlich die besten Athleten auf dem Feld. Welcher von den beiden Cornerbacks ist denn meistens der Stephon Gilmore, der auf der Insel spielt? Ja, der Stephon Gilmore ist, ja, da gibt es verschiedene Philosophien. Wenn, du hast ja überwiegend rechtshändige Quarterbacks. Das heißt, der linke Corner in der NFL, der zur Wurfseite sozusagen von einem Quarterback ist, das ist oftmals, wenn du ein System spielst, wo der Corner, beste Cornerback nicht dem besten Receiver folgt, sondern wo du rechts und links spielst, spielt der beste Corner in dem System meistens auf der linken Seite, weil du so viele rechtshändige Quarterback hast. Ansonsten kannst du sagen, dadurch, dass Verteidigung immer oder öfter mal auch Matchup spielen, das heißt, der beste Corner spielt immer, geht immer dahin, wo der beste Receiver ist, muss er auf beiden Seiten spielen können. Das ist ja immer die große Debatte, ne? Richard Sherman bleibt immer auf seiner Seite, spielt immer schön Zonenverteidigung. Und Darrelle Revis war das. Der war, Revis Island war einer, der überall gespielt hat. Rechts, links, innen, überall da, wo der beste Mann ist. Aber nicht jeder Cornerback hat denselben Skillset. Kommen wir später auch noch mal zu. Jetzt lass uns noch mal dazu kommen. Wir wollen uns Warte. jetzt nämlich fokussieren. Wir wollen noch mal kurz Was hast du noch was zu erzählen? anhand, was wir gerade hier sehen. Warum heißt es denn 4-3? Müssen wir auch erklären. Die erste Zahl ist, ich bin auf dem Whiteboard. Oh, jetzt habe ich das weggemacht. Wir haben vier Defensive Linemen im Spiel, die mit dem Hand im Boden sind. Und wir haben drei Linebacker. Deswegen nennt man das einfach eine 4-3. Und jetzt Richtig. malen wir ganz schnell nochmal eine 3-4 einfach auf. Müssen ja die Position nicht nochmal hundertprozentig erklären. Aber ich lösche das nochmal. Oh, jetzt habe ich. Oh, Lineal ist gerade gekommen hier. Weil das ist auch immer die erste Frage, habe ich das Gefühl, wenn wir darüber sprechen. Wir denken immer, jeder weiß, was eine 3-4 und eine 4-3 ist. Und das ändert sich auch in dem Spiel sehr, sehr oft. Aber eine 3-4, ich fange wieder bei der Defensive Line an und bei den Linebackern. So. Du hast wieder deinen Nose Tackle, der meistens in der Standard 3-4 über den Center spielt. Dann hast du erstmal, ich fange kurz an, weil ich jetzt gerade confused bin, Outside Linebacker. OLB, Outside Linebacker, wie die alle gleich noch heißen, sagen wir auch nochmal. Und dann hast du noch zwei Tackle, die drinnen sind. So, dann hast du noch eigentlich zwei Inside Linebacker. So. Aber warum habe ich jetzt nicht Sam aufgeschrieben? Weak, das erkläre ich jetzt nochmal, nachdem ich erkläre, warum es jetzt eine 3-4 ist. Jetzt haben wir drei offizielle Defensive Liner im Spiel. Diese beiden Jungs, die Outside Linebacker in der 3-4, sind deine Pass Rusher. Das musste ich bei den Indianapolis Colts spielen. Heißt, du bist in einem Zeitpunktstand, du hast nicht deine Hand im Boden drin, wie dieser natürlich oder wie dieser Standard Defensive in der 4-3. Du musst auch. Das Konzept aus einer 3-4 ist eigentlich dazu da, dass du viel Blitz mit den Linebackern und so für sehr viel Verwirrung sorgst. Deswegen hast du sehr viele Blitze. Die Outside Linebacker müssen sehr oft droppen. Und in einer 4-3 hast du die vier Defensive Liner, die eigentlich nur Pass rushen. Und deswegen heißen die Outside Linebacker.
und sind unten an der Line of Scrimmage. Das kann sich natürlich auch ändern. Der zum Tight End ist meistens der Sam Outside Linebacker. Und der hier drüben ist der Rush Linebacker, Joker, Jack. Was gibt es noch alles? Manche nennen ihn auch ganz simpel den Will Linebacker. Genauso, du haben auch Sam und Will. Genau. Und dann heißen die Inside Linebacker Mike und Buck. Mike ist der Inside Linebacker auf der starken Seite. Wenn wir das mal ausrechnen, das hier wäre der Mike. Und hier auf der anderen Seite, auf der Weak Side, auf der schwachen Seite, das wäre der Buck. Aber da gibt es tausend verschiedene Arten, die zu benennen. Nochmal ganz kurz, der hier, der Outside Linebacker, ist meistens der, aber der zu 80% Pass rusht. Und der Sam Outside Linebacker, der ja auch in der 3-4 unten an der Line of Scrimmage ist, ist aber der mehr 50% Pass Rush, 50% in die Zone oder Mann zu Mann den Tight End hat, Running Back, was auch immer. Also der Sam Outside Linebacker droppt mehr, der Rush Linebacker, Weak Side Linebacker, Jack Linebacker, was es nicht alles gibt. Das ist der, der eigentlich der Pass Rush ist, wie ein Robert Mathis, ein Vaughn Miller. Ja, so. Denn mal doch was auch noch interessant ist, bevor wir jetzt zu den Gaps kommen und zu den Techniques, die wir spielen. Du hast die beiden, die über den Guard spielen, Tackles genannt. Das sind tatsächlich vom Körpertyp her Three Techniques. Defensive Tackles, nicht verwirren lassen. Die werden manchmal Defensive Ends genannt, aber die spielen über dem Tackle, Outside Shoulder vom Tackle, auch Innenschulter vom Tackle oder über dem Guard. Das sind aber tendenziell, auch wenn sie Ends heißen, sind es keine wirklichen Defensive End, wie wir sie aus der 4-3 kennen, wie Khalil Mack, der 115 Kilo wiegt. Das sind schon Defensive Tackle von der Size her, so irgendwo zwischen 285 und 300 Pfund. Also wir reden hier von 130, 128 bis 140 Kilo. Das sind schon große, mächtige Menschen. Hast du jemals als Defensive End in der 3-4 auch mal Inside gespielt, überm Guard? Nein, weil, wie du gerade gesagt hast, das sind die Defensive End in der 3-4 sind eigentlich Defensive Tackles. Das sind die Calais Campbells eigentlich. Das sind eigentlich Defensive Tackle, die einfach sehr athletisch sind. Und der Nose Tackle in der 3-4 ist immer der kurze und sehr, sehr breit gebaut. Und wiegt mir der Klaus. Tja. Also das sind auf jeden Fall, und deswegen ist es immer so wichtig auch zu wissen, wenn, man sieht es sehr oft, wenn ein neues Coaching-Staff ein Team übernimmt in der NFL und der Defensive-Coordinator hat einfach die Philosophie oder er glaubt an die 3-4-Defense und er übernimmt aber ein Team, was eine 4-3-Personalgruppe hat, also das Team ist so aufgebaut eigentlich wie eine 4-3-Defense. Was passiert? Es ist ein kompletter Umbruch. Du lässt Leute gehen und holst erstmal Leute, die der 3-4 besser passen. Deswegen sieht man das halt so oft, dass dann einfach ja, Leute vielleicht zum ersten Mal Outside Linebacker spielen. Das kann auch sein. Ich habe, wo ich bei den Colts gedraftet wurde, zum ersten Mal Outside Linebacker gespielt, weil meistens spielen Colleges eher eine 4-3 und die NFL ist schon eigentlich über 50% 3-4, weil es einfach so viel komplexer ist in der NFL. Keine Ahnung. Die haben so viel, die haben alles. Im Playbook ist alles drin. So, dann wollen wir zu den Gaps gehen. Erklär doch mal, was sind die Gaps? Was sind die Lücken? Was ist das? A-Loch. Also dafür zoomen wir mal rein und machen hier nochmal auf der anderen Seite noch ein Tight End, ein U-Tight End dazu. So, Quarterback, Tailback und so weiter, alles löschen wir mal, damit wir uns nicht ablenken lassen, sondern wissen nur, das ist der Offensive Center. So, hast du das U nochmal schön gemacht? Ja, du hast irgendeine Funktion an, was so eine automatische Linie macht. Das müssen wir mal gucken nächstes Mal, wie man das ausmacht. Achso, keine Ahnung. Was habe ich denn da gemacht? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, lass uns über die Lücken sprechen. Wir nennen sie, oder im Football heißen sie Gaps, Lücken. Björn Werner spricht gerne von den Gaps, von den Lücken. Oder auch Löcher genannt. Löcher. Das A-Loch, das B-Loch, das C-Loch. Okay. Was sind diese Gaps? Also, es gibt ja, ich sag mal, in diesem Bild gibt es auf der linken Seite 4 Lücken, Gaps. Hier sind sie mal und die da draußen. Und es gibt auf der rechten Seite 1, 2, 3 und dann natürlich hier draußen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber... Einfach der Platz zwischen den Spielern in der Offensive Line. Genau, so. Einmal kurz... Hang in there with me. So, diese Lücken,
die haben bestimmte Buchstaben, wer denen zugeordnet. Die Lücke zwischen Center und Guard auf beiden Seiten, das ist das A-Gap. Deshalb sagt Björn Werner dieses Loch, das A-Loch. Aber A-Gap klingt besser. Dann die Lücke oder so Loch zwischen Guard und Tackle ist das B-Gap. So, ihr könnt wahrscheinlich erahnen, zwischen Tackle und Tight End ist dann das C-Gap und alles, was außerhalb vom Tight End ist, D-Gap. So, und jetzt, das definiert man so, damit man den Spielern sagen kann, hey, deine Verantwortung ist das A-Gap, das B-Gap oder du spielst A zu B, je nachdem, in welche Richtung der Spielzug geht. Aber so nennen wir die Lücken zwischen den Angreifern in der Offensive Line, Herr Werner. Genau, und jetzt doch mal, lass den New Thailand mal shiften und auf die andere Seite gehen. Was kreiert ihr damit? So, das ist natürlich auch, wenn wir hier mal den extra Thailand wegnehmen und jetzt stellt euch vor, ihr habt hier drüben, hier radiere ich auch nochmal weg und macht den Thailand nochmal neu. Hier ist er, der Thailand, und dann steht da noch ein Fullback oder ein H-Back. Steht da nochmal. Dann haben wir hier eigentlich noch eine Lücke. Das hier ist ja das D-Gap. Aber eigentlich hast du dann außerhalb noch eine Lücke. Hier ist dann das E-Gap sozusagen. Davon hörst du nie, von dem E-Gap. Also ich weiß, ich habe noch in keinem Defensive Meeting jemals von einem E-Gap gehört. Aber sag ich mal, konzeptionell ist das denn das nächste Gap. Und die müssen verteidigt werden. Und damit man definieren kann, wer in welche Lücke gehört und wie sie heißt, werden diese Gaps so genannt. Wichtig ist natürlich aber auch noch, Björn hat es gesagt, das Alignment. Wo stelle ich mich hin als Defensive Lineman? Und das wird natürlich der Mann uns verraten, der selber mit der Hand im Dreck in der Defensive Line stand. So, jetzt musst du alles mal löschen. Ja. Und dann mal einmal. Ja, ich mache uns mal im Splitscreen, solange muss ich mal ganz kurz malen, die Offensive Line nochmal neu malen. So. Björn Werner wird jetzt eine Offensive Line neu malen. Und dann hoffentlich mit Lücken, die groß genug sind. Ja, und dann werden wir mal definieren, auf der rechten Seite des Balls und auf der linken Seite des Balls ist es in der Offense anders. Da ist rechts und links haben verschiedene Terminologien, um das zu definieren. In der Defense ist es ein bisschen anders. Da geht es mit Nummern, verschiedene Nummernsysteme. Björn erklärt jetzt mal, wo stelle ich mich auf als Defensive Lineman und wie nennt man das? Genau. In seiner Welt. In meiner Welt, weil da, ich fange mit dem Einfachsten an, was eigentlich in jeder Welt das Gleiche ist. Das fängt meistens immer so an, dass die Mitte des Centers ist eine Zero-Technik. Dann alle geraden Zahlen sind, über den Guard ist die 2-Technik, also wenn du direkt in der Mitte vom Guard dich aufstellst, bist du eine 2-Technik. Wenn du dich direkt in der Mitte vom Tackle aufstellst, perfekt, bist du eine 4-Technik. Und natürlich ist es so auf der anderen Seite genauso bei den Offensive Linern. Jetzt geht es bei mir, wie ich das gelernt habe, ist ein bisschen anders, wie der Coach das kennt. Das kann er dann noch kurz erklären. Bei mir war das so, so wie du es jetzt siehst, ist es immer gleich eigentlich. Jetzt siehst du ungerade Zahlen. Wenn du auf der Schulter von einem Spieler dich alignst, warte bist mal, du warte mal, Björn, wir machen mal aus dem Y, machen wir auch mal einen Kreis, weil dann ist es einfacher zu malen. Weil der hat natürlich auch eine Zahl, da kommen wir und zwar aber, die 6. Da, genau. Kommen wir, da wollte ich gleich nochmal hin, weil da ist es, wo das irgendwie die Regel bricht ich mit weiß. Dem Tident. Aber lassen wir das mal da. So, wenn du auf der rechten Seite vom Center, weil wenn du der Nose-Tackle hier auf der rechten Seite vom Center bist, bist du die One-Technique. Wenn du ein Defensive Tackle bist und der ist auf der Innenseite, der Innenschulter vom Guard, bist du bei mir in meinem System, wie ich das gelernt habe, eine 2-I. I steht einfach für Inside, 2 Inside von der 2. Und so ist es natürlich hier auch 4-I, 2-I auf der Seite, eine 4-I. Gibt es dann auch eine 6-I? Warte kurz, nein. Da komme ich jetzt zu, ich wollte noch kurz die 1 machen. So, wir haben in der Mitte, so. Jetzt kommt das, was ich auch noch nie verstanden habe, was irgendwie ein bisschen die Regel bricht. In meinem System, ob im College oder bei den Indianapolis Colts, aus irgendeinem Grund ist der Tight End, die Innenseite, nicht eine 6-Eye,
sondern bei mir ist es eine 7. Macht eigentlich keinen Sinn, weil normalerweise ist ja ungerade Zahl die Außenschulter von dem Offensive Liner oder den Tight End in dem System. Weil denn hier draußen ist es, außerhalb des Tight Ends ist es die 9-Technik. Deswegen hört man sehr oft in der 4-3, wenn der Defense ganz weit draußen ist, eine 9-Y, also eine Y-9, weil die White 9, die Detroit Lions haben das gespielt, bevor Matt Patricia da war. In dem System willst du eigentlich als Pass-Rusher sein, weil da spielst du nur den Pass zuerst und dann reagierst du auf den Lauf. In der 3-4-Defense oder in manchen anderen 4-3-Defenses spielst du den Lauf zuerst und dann den Pass. Heißt, du musst reagieren. So ist es bei uns aufgebaut gewesen, bei den Florida State Seminoles und den Indianapolis Colts. Aber erklär nochmal deins, was ist wichtig zu wissen, beide Versionen. Ja, du, vor allem müssen wir nochmal darüber sprechen. Es gibt ja noch die Techniken außerhalb der Jungs. Das ist eine 3-Technik. Ach, habe ich die das gerade gar nicht aufgeschrieben? Oh, ja, nee, die hast du ausgelassen. Das ist wäre eine 3-Technik und die Außenschulter vom Tackle. Warum springst du nicht früher ein? Ich hab schon über die 7 und die 9 gesprochen. Oh, ja, ich Gott, dachte, ey, du kommst jetzt dazu. Das wäre eine 5-Technik. Die haben wir jetzt, die hat Dizzy B in seiner Welt voll vergessen. Voll vergessen, ey. Das Gute ist, in meiner Welt heißen die genauso. Nur der Unterschied ist, und wie gesagt, da gibt es 1000 Wege, there are a million ways to skin a cat, sagt man ja so schön, was eigentlich ekelhaft ist. In dem Playbook, was ich kenne von Coach Val, das ist das der Green Bay Packers noch aus und der Pittsburgh Steelers aus den 90ern und dann bis in die 2000er, ist es genau wie bei Björn, das hier, Head Up, ist eine 0, das ist eine 2, Head Up ist, über dem Tackle ist eine 4, das ist eine 6. So, jetzt ist das hier, wenn man auf der Seite, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Wenn man sozusagen auf dem Center spielt, ist das hier zum Beispiel, das wäre eine Zero Shade mit A. Zero Shade. Auf der Innenschulter vom Defense, vom Guard wäre in meiner Welt eine One-Technik. Die andere Seite vom Center ist auch eine Zero Shade. Das spiegelt sich immer. Auch eine Zero Shade. Das spiegelt sich. So, das hier, die Außenschulter vom Guard, 3-Technik. Genau wie bei Björn. Das hier ist dann, haben wir auch gesagt, die 5-Technik. Ist genau das gleiche wie bei Björn. Dann aber die Innenschulter sozusagen vom Tackle ist auch in meiner Welt, das ist eine 6-6-Technik, Head Up auf dem, das ist ja der Tackle. Was erzähle ich denn? Das ist eine 4 und Innenschulter vom Tackle ist auch bei mir eine 4-Eye. Aber beim Tight End wird es jetzt interessant. So, beim Tight End ist nämlich, die Innenschulter vom Tight End ist eine 7-Technik und nicht eine 6-Eye. Da ist der Unterschied. Outside Shoulder, nee, genau bei mir, wie bei Björn. Bei mir ist auch eine 7-Tech. Das habe ich ja gerade erklärt. Ach so, guck mal. Ja. Nein, das heißt, gleich. Der einzige Unterschied ist die Zero Shade. Mit dem die Zero Shade. Und die ansonsten, genau, ist das relativ gleich. So, die Logik dahinter, da ist ja keine Stringenz dahinter. Auf jeden Fall wird sie ziemlich zügig durchbrochen. Aber so weiß jeder, wie er sich aufzustellen hat auf der Defensive-Lineman-Position. Jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, wie wissen denn die Linebacker, wie sie sich aufstellen? Das ist eigentlich ziemlich simpel. So, die Linebacker, die nicht an der Line of Scrimmage stehen, so wie die Defensive-Lineman, oder wie der Sam-Linebacker oder Will-Linebacker oder der Jack oder der Rush in der 3-4, woher weiß denn zum Beispiel in dieser Defense der Sam, Mike und Will, wo sie stehen? Den sagt man ja nicht, ja, steh mal ungefähr da. Nee, den sagt man auch, pass auf, du stehst hier, das, was eine 7-Technik wäre, da stehst du, aber damit er in der 7-Technik wäre auf der Line of Scrimmage, deshalb packt man eine 0 hinten dran und sagt, dein Alignment ist ein 7D-Alignment. Der Mike-Linebacker zum Beispiel, oder wenn er hier steht, dann hätte er ein 10-Alignment. Ne, wie eine One-Technik. Der Will-Linebacker steht hier 40-Eye-Alignment. Oder wenn er hier steht, 30-Alignment. Also du kannst einmal eine 0 dranhängen und dann weißt du, wo deine Stack, also die Linebacker, die nicht auf der Line of Scrimmage stehen, wo die stehen, ist genau das gleiche wie die D-Line, bloß mit einer 0 hinten dran.
War das verständlich oder verwirrt? Das war so wunderschön, wunderschön. Und jetzt kann man sich ja denken, für die Linebacker und Defensive Liner ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, in welchem Spielzug sie sich natürlich erstmal aufstellen. Weil wenn die sich so aufstellen und du hast keine Stunts, keine Blitzes, weißt du auch automatisch im Run Support, welches Gap gehört dir. Das können wir nochmal ganz kurz erklären. Einfach nochmal anhand, weiß ich, einer 4-3 ganz schnell. Oh, Björn, jetzt. Oh, mach mal bitte, warte mal. Ich male dann aber mal hier einen Fullback rein. Einmal ein Quarterback. Und jetzt geht es doch weiter als wir gewollt, aber egal. Fullback. We do it. Tailback. Doch, die 4 kann ich irgendwie nicht wegmachen aus irgendeinem Grund. So, das ist der Tackle. Nose, dann hast du hier den Will, dann hast du hier den Mike und dann hast du hier den Sam jetzt. OB, OB, QB. Ja, das ist. Ja, Entschuldigung. So, jetzt weißt du, jetzt ohne irgendwie einen Stunt, ein Stunt heißt, dass du sozusagen ein Gap überspringst und Blitz heißt, dass man auch vielleicht Linien, Pass-Rush-Linien wechseln kann, Gaps wechseln kann, aber wir bleiben jetzt einfach Standard. So, der Defensive End hat das Gap hier draußen, der Defense hat das Gap hier draußen, was ist es? A, B, C heißt, er hat die Edge. Wir sprechen ja auch immer über, oh, Contain, die Edge. Edge ist das äußere Gap sozusagen und Nun der Spieler. überhol dich doch nicht, dazu müssen wir doch noch später kommen. Ja, Mann, okay. Es spricht doch erstmal davon, wer So, welche Gaps hat jetzt. hier, boom, boom, boom und hier ist es das D-Gap. Heißt, dieser Defensive End hat das D-Gap. Der Tackle steht im B-Gap, in der 3-Technik und hat das B-Gap im Run-Support. Und auch durch das B-Gap kommt er, wenn es ein Pass ist. Der Nose geht durchs A-Gap, weil in meinem System ist ja eine One-Technik. Im Pass-Rush geht er auch durch dieses Gap. So, aber was ist denn jetzt mit dem A hier? B-Gap ist offen, das A-Gap ist offen und das C-Gap ist offen, Coach. Was ist denn damit los? Ja, abhängig davon, wo der Fullback hinläuft, laufen jetzt die Linebacker in die jeweiligen Gaps. Denn wer jetzt glaubt, es ist so einfach, dass man sagt, ja, der Middle Linebacker, der Mike, hat immer diese Lücke, weil er da drüber steht, und der Sam Linebacker hat immer diese Lücke, der Will immer diese Lücke. Erstmal auf den ersten Blick, ja, auf den zweiten Blick, nicht so schnell. Denn jetzt komme ich und jetzt überhole ich mich selbst schon wieder, ich weiß. Aber ich kann mir nicht helfen. So, sagen wir, es ist ein Laufspiel, der hier durchgeht. Der Fullback kommt hier durch und blockt hier vor. So, wir haben gesagt, das ist das B-Gap, die B-Lücke. Dadurch, dass hier noch ein Spieler dazwischen steht, ne, gibt es ja sozusagen eigentlich zwei B-Gaps. Du kreierst, der Fullback kreiert in dem Loch ein neues Gap. Ein neues Loch. Das heißt, du kannst nicht einfach nur in deine Lücke laufen und denken, ich habe meinen Job gemacht. Je nachdem, wo der Spielzug hingeht, muss jetzt nämlich der Linebacker nimmt das äußere B-Gap, der Middle Linebacker nimmt das innere B-Gap. So, und jetzt muss nämlich schon, und jetzt wird es interessant, Jetzt wird's weg. der Sam Linebacker muss natürlich jetzt das Reagieren A-Gap, erstmal. oh, scheiße, das A-Gap spielen. So, jetzt ist die Frage, und das ist dann auch, wo wir, glaube ich, aufhören müssen, wer um alles in der Welt spielt dieses C-Gap? Der Strong Side Safety. Ganz genau. Aber was ist, wenn der 12 Yards tief steht? Dann ist diese Lücke erstmal offen. Wenn er nach vorne kommt, ist simpel. Wenn er hier hinten steht, So, und das ist das Schachspiel zwischen Offense- und Defense-Koordinator, basierend auf den Tendenzen, wann bringe ich den nach vorne und spiele sozusagen ein mehr in der Box, weil wenn wir das mal uns angucken, ist es ja simpel. Die Offense hat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit dem Fullback 7 Blocker und ein Ballträger. Wir haben als Verteidigung 4 Defensive Linemen, 3 Linebacker. Das heißt, wir haben 7 Verteidiger, die haben 7 Blocker, aber einen Läufer, Ballträger. Das heißt, eigentlich sollten wir verlieren. Das kannst du nur stoppen, wenn der Strong Safety nach vorne kommt und der Mann wird, der den Ballträger tackelt. So. Problem ist, bringst du ihn nach vorne, hast du außen Julio Jones und wie sie alle heißen, Mike Thomas 1 zu 1. Das ist natürlich auch scheiße. Und dieses Schachspiel, das mal aufzudröseln, dafür haben wir dieses Taktikvideo ins Leben gerufen. Ja, voll. Und dann fängt es an, was wir in dem letzten Video besprochen haben. Wenn du eine Personalgruppe drin hast, wo dein Tight End ein Passverteidiger ist, ey, da kannst du
Als guter Offensive Koordinator, also hörst du noch was? Hörst du Stimmen? Wo, ja, weil du sagst, wo dein Tight End ein Passverteidiger ist. Ach Gott. Passempfänger. Ein Passempfänger, und dann kannst du kannst damit so rumspielen, und wenn du den Linebacker, den Safety runterholen musst, dann trotzdem, zum Beispiel mit Adrian Peterson damals, er brauchte bei einem Team, ich weiß nicht, ob die Vikings das waren, wo er angefangen hatte, brauchte er ja keinen Fullback. Dann waren die in 11 Personal die ganze Zeit, und dann haben die gesagt, okay, wir haben zwei Receiver draußen, packen automatisch, natürlich holen die ja jemanden aus der Defense aus der Box raus oder macht die Box softer, weil der eine Linebacker-Fläche drin ist oder der Safety ist nicht drin. Und dann kann ein guter Running Back einen Tackle brechen und aus, die Maus. Oder zum Beispiel Derrick Henry, wir sprechen, du hast sehr oft Derrick Henry, die Titans hast du kommentiert, und wie oft war das, wo du gesagt hast, okay, 8 Mann in der Box, um den Lauf zu stoppen. Das heißt, der Safety kam runter und jetzt sind sie 8 Mann anstatt normalerweise 7. Und weißt du, was das Problem ist? Gegen Derrick Henry, nur weil du den 8. Mann da drin hast, heißt es nicht, dass der Tackle gegen Derrick Henry macht, ne? Weil wir erinnern uns an den einen Lauf, wo Earl Thomas, der eigentlich ein guter Tackler ist, mal den 360-Grad-Spin-Move gemacht hat und den Stiffy noch am Ende bekommen hat. Er wurde zum Vorblocker. So. Aber wir müssen eins, ich glaube, eigentlich haben wir ja nichts mehr, ne? Weil ich Das reicht für das erste. Björn Werner muss jetzt hier hin. Sehen Sie nicht mehr. Hey, du hast vergessen. Ich bin komm, blende doch mal ein. Regisseur und der Director dieses Videos. Oh, guck mal, wir. Habt ihr gesehen, wie er seinen Mundwinkel hoch? Regisseur und Director. Weißt du, was ich brauche? Ich brauche noch so einen kleinen Schal. Kennst du den Schal, den die immer hier so rummachen und zur Seite runter? Aber pass auf, Leute, das Feedback vom ersten Video war brutal. Mega Support. Das gefällt euch anscheinend. Wir machen weiter, wir geben weiter Gas. Leute haben gefragt, wie deine Tonqualität ist. Wollte ich nochmal kurz erklären. Er benutzt sein Mikrofon, aber weil wir nicht am gleichen Ort sind, müssen wir das übers Internet machen und aufnehmen. Nur so haben wir diese Funktion, und deswegen wird das irgendwie runtergedrosselt durch Skype. Also, leider geht es nicht besser mit einer besseren Sound- oder Audioqualität, aber das ist gut genug, glaube ich. Also, das war's. Das war's von uns. Übrigens, wenn ihr Anregungen habt, ne, weil wir lernen ja, wir machen das ja on the run sozusagen, wir mit euch zusammen. Wenn ihr Anregungen habt, immer gerne in die Kommentare, wir lesen uns das durch. Ansonsten immer gerne teilen, Freunde erzählen und ein Like und ein Abonnement da lassen. Und wir sehen uns schon nächste Woche wahrscheinlich wieder mit dem nächsten Thema. Dann springen wir zurück in die Offense, und was dann auf euch wartet, ja, lasst euch mal überraschen. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Wie immer, schön mit euch. We'll be right back.